Hallo, liebe Deutschlernende. Hier sind fünf Gründe, warum ich Berlin liebe. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich klappe. Jetzt mach sofort das Video aus. Mach ich. Der Schnelltipp. Abstraktes Grammatikwissen und auswendig gelernte Regeln helfen dir nur bis zu einem gewissen Grad. Dieses Wissen kann dir dabei helfen, dich selbst zu überprüfen. Wenn du Deutsch sprichst oder Deutsch schreibst, dann kannst du mit deinem Grammatikwissen und deinen auswendig gelernten Regeln diesen Text überprüfen. Allerdings ist das Problem, dass dir die Sätze nicht gleich von vornherein so ins Gehirn kommen. Ja? Wenn du ganz viel Deutsch erwirbst, das heißt, indem du ganz viel Deutsch liest und hörst, dann hast du den Vorteil, dass dir die deutschen Sätze automatisch korrekt oder weitestgehend korrekt in den Kopf kommen. Hallo, ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com. Ich lebe schon seit vielen Jahren hier in Berlin und ich liebe diese Stadt. Ich finde sie einfach wunderschön. Grund Nummer 1. Berlin ist sehr grün. Es gibt hier viele Bäume, Sträucher und Wiesen. Vielleicht ist euch dies schon aufgefallen, wenn ihr die Videos von mir angeschaut habt, wo ich draußen filme. Es ist sehr grün hier in Berlin, egal wo man sich befindet. Und dazu haben wir natürlich noch einen riesengroßen Park mitten in Berlin, den Tierpark. Grund Nummer 2. Berlin sieht manchmal aus wie eine Großstadt, aber manchmal auch wie ein Dorf. Wenn du dich im Zentrum befindest, dann sieht Berlin so aus, wie du es von einer Großstadt erwarten würdest. Große Hochhäuser und viel Lärm. Aber in manchen Teilen von Berlin könntest du denken, dass du dich gar nicht in einer Großstadt befindest. Es sieht aus wie ein Dorf. Und das finde ich ist etwas sehr Charmantes. Das ist etwas sehr Tolles an Berlin. Grund Nummer 3. Berlin hat viel zu bieten. Es gibt hier viele Sehenswürdigkeiten. Wenn du am Brandenburger Tor startest und einfach ein bisschen rumläufst, dann siehst du bestimmt schon ein Dutzend Sehenswürdigkeiten. Dazu haben wir noch ganz viele Museen, Theater, Opern, Kinos. Es gibt hier so viel. Und es gibt auch mehrere Universitäten und andere Bildungseinrichtungen. Grund Nummer 4. Grund Nummer 4 sind die Menschen. Ja, die Menschen sind hier sehr, sehr nett. Sind tolle Menschen hier, ja, und es sind Menschen aus allen möglichen Kulturen und sind freundlich, beziehungsweise die Leute, die ich kenne, sind freundlich.
Aber das Klischee ist, dass sie unhöflich sind. Ja, und bei Berlinern ist das so, dass sie einfach die Dinge anders ausdrücken. Ja, sie drücken sich manchmal ein bisschen gröber aus, als es eigentlich gemeint ist. Ja, aber solange man das weiß, kann man mit den Berlinern gut umgehen. Ja, es sind tolle Menschen, wie gesagt, manchmal ein bisschen roh, aber das gehört dazu. Und der letzte Grund, Grund Nummer 5, ist, man entdeckt immer wieder etwas Neues. Ja? Berlin wird dich immer wieder überraschen. Du wirst immer wieder etwas entdecken, was du vorher noch nicht kanntest. Ja? Und ja, im Großen und Ganzen, finde ich, ist Berlin eine wunderschöne Stadt. Das waren meine 5 Gründe, warum ich Berlin liebe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Warum liebst du Berlin? Was ist ein Grund, warum du Berlin magst? Oder was ist eine Sache, die du über Berlin weißt, die du sehr interessant findest? Ich bin gespannt auf deine Antwort. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wir sehen uns morgen. Tschüss! Ein Hinweis zum Schluss. Bist du immer noch von der deutschen Sprache frustriert? Wünschest du, du könntest unterwegs Deutsch lernen? Nun, ich habe ein E-Buch geschrieben, um dir auf humorvolle Art und Weise Deutsch beizubringen. Also kein Stress mehr, keine langweiligen Grammatikregeln auswendig lernen. Dieses E-Buch erklärt dir die deutsche Grammatik mit dem Humor von Mark Twain, eines der besten Humoristen, die es jemals gab. Ja? Dies ist das E-Buch und es gibt dazu auch ein Hörbuch. Das sind über 6 Stunden Hörvergnügen und so kannst du unterwegs Deutsch lernen. Du kannst ganz viel lachen, ja? Du kannst viel entspannter Deutsch lernen. Also da rate ich dir sehr, das hier mal dir zu besorgen. Und du findest das auf meiner Webseite direkt, Authentic German Learning. Das ist direkt im Menü. Und ich denke, damit wirst du ganz viel Spaß haben. Und ich habe auch schon Feedback für dieses E-Buch bekommen und für das Hörbuch. Und die Leute finden es einfach fantastisch. Deswegen möchte ich, dass du dieses E-Buch auch bekommen kannst. Okay? Mach's gut und bis morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen.